Hallo, meine Lieben. Ja, ich folge hier gerade einem spontanen Impuls und hier möchte gerade dringend eine Botschaft für genau dich jetzt raus. Und ich habe mich hier für dieses Tarotkartendeck entschieden. Verlinkungen als auch die Beschreibung findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt möchte ich auch ganz gerne direkt reingehen. Was soll ich hier überbringen? Um welche Botschaft geht es hier, die so dringend jetzt hier raus soll? Und wir haben hier die 9 der Kelche. Wow. Das ist schon mal gut. Dann haben wir hier irgendeinen Ritter. Nee, wir haben den Eremit. Und eine Karte bitte noch. Was will hier gesagt werden? Und wir haben das Rad des Schicksals. Okay. Im Outcome, meine Lieben, haben wir hier noch Temperance. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Also wir haben hier kurz und knapp gesagt drei Trumpfkarten. Also drei hohe Arkanen, das bedeutet, diese Botschaft wird hier etwas auslösen, was für dich etwas Größeres in Gang setzen wird. Und dieses Größere, das läuft schon seit einiger Zeit in deinem Hintergrund und hier wird dein Leben sozusagen für dich im Hintergrund optimiert, beziehungsweise das Rad des Schicksals dreht sich sehr, sehr langsam, aber diese Veränderungen sind stetig und sie sind vor allem auch gewaltig. Wenn man dann in der Retrospektive auf diese Zeit irgendwann zurückblickt, ja. Und die Botschaft hier oder das, was daraus entstehen wird aus dieser Veränderung, die sich jetzt in deinem Leben hier auf jeden Fall einleitet, ist nämlich die der Mäßigkeit. Denn Temperance ist nämlich genau das, dass man hier Dinge in Balance bringen sollte, dass es gerade darum geht, Situationen, Menschen oder auch Umstände mit einem gewissen Maß sozusagen zu versorgen, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Und also das kann hier bedeuten, dass du sowohl deine Zeit nicht nur auf der Arbeit verbringen solltest, sondern eben auch für dein Privatleben, aber auch gleichzeitig schaust, dass du auch genug Schlaf bekommst, ja. Also jetzt, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Das kann bei dir, können das kleinere Details sein, die hier gerade deine Aufmerksamkeit wollen. Und hier ist es jetzt aber gerade wichtig, dass du hier diesen Fluss, in dem du dich jetzt befindest, hier auch sozusagen mitnimmst. Denn der Eremit, der beschreibt hier auf jeden Fall deine Energie, die hier aber ganz klar sagt, dass du gerade so ein bisschen am Stagnieren bist, dass du gerade eigentlich eher deine Gedanken und deinen Fokus auf inneren Themen hast, beziehungsweise hier auch so das Gefühl hast, du kommst gerade hier nicht wirklich voran mit dem, was du denkst, wie es hier für dich weitergehen soll. Und deswegen bist du hier auch so ein bisschen im Rückzug. Es kann auch sein, dass du dich in der letzten Zeit sehr alleine fühlst, dass du das Gefühl hast, du bist alleine gelassen vom Leben. Und da darf ich dir auf jeden Fall sagen, es ist niemals der Fall, dass du alleine bist, ja. Es ist immer irgendjemand auf dieser Welt in den Gedanken bei dir. Oder wenn du an die lichtvolle geistige Welt glaubst, was ich zumindest sehr stark hoffe, dann darfst du auch darüber wissen, dass du niemals alleine bist. Und wenn du um Hilfe bittest, ja, dann wird dir diese auch gegeben. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis in dieser Legung, dass du hier auch um Hilfe bitten solltest, wenn du denn jetzt gerade so starke Gefühle hast, die dich hier vielleicht auch so ein bisschen überrennen, ja. Denn es ist wie so eine Art Gedankenschleife, in der du da immer wieder drin bist. Und du findest jetzt hier gerade aber nicht das richtige Maß. Und du weißt auch hier gerade nicht wirklich, wie du vorankommen willst, ja, oder sollst. Gleichzeitig sagt aber auch hier schon die 9 der Kelche, also der Beginn dieser Legung, dass es für dich jetzt in diesem Lebensabschnitt darum geht, dass du in deiner Lebensfreude bleiben sollst. Also du sollst deinen Gedankenfluss hier positiv ausrichten und wissen über diese Legung, dass sich gerade Überfluss und alles Gute für dich sozusagen im Hintergrund entwickelt, es aber wirklich maßgeblich auch wichtig ist, wie du selbst darüber denkst. Und dass es auch in Ordnung ist, meine Liebe oder mein Lieber, dass wenn du dich gerade im Rückzug befindest, dass wenn du gerade vielleicht kränkelst, dein Körper dir sozusagen diese Ruhe verschreibt, indem er sagt, die beste Medizin ist, dass du jetzt einfach mal zu Hause bleibst, dir mal ein paar Tage Ruhe gönnst und hier mal ganz
ganz genau klar machst darüber, was du denn eigentlich möchtest oder nicht möchtest. Und damit du es nämlich auch wieder schaffst, in diesen Flow zu kommen, den es hier eben auch braucht, mit dieser Lebensfreude, die auf jeden Fall auch in dir angelegt ist. Ja, weil sonst hättest du hier nicht die 9 der Kelche. Das ist schon echt eine richtig, richtig gute Karte, die auch so eine gewisse Sorglosigkeit eben auch beschreibt, ja, damit du da eben auch wieder reinkommst, ja. Ich nehme auch hier so energetisch wahr, dass es sehr viele verschiedene kleine Dinge gerade in deinem Leben gibt, die so nach deiner Aufmerksamkeit schreien, ja, wie so diese verschiedenen Stücke von diesem Mushroom, was Alice hier in der Hand hat, und du weißt irgendwie gerade nicht wirklich, wem oder was sollst du hier deine Aufmerksamkeit geben? Und dann sagst du halt hier irgendwann aus der Verzweiflung heraus, jetzt kriegt hier genau niemand die Aufmerksamkeit, sondern nur ich selbst. Und es ist auch genau richtig, damit du dir nämlich dann in dieser Phase des Rückzuges erstens mal deine Kräfte wieder sammeln kannst, deine Batterien aufladen kannst, um dann eben auch diesen Überfluss und diese Fülle, die jetzt hier in deinem Background sozusagen hier für dich schon arbeitet, dass du das dann auch irgendwann in Empfang nehmen kannst, ja. Und dieses irgendwann, das kann ich hier auch ein bisschen besser eingrenzen, weil ich sehe nämlich, dass es hier in ganz schön großen Schritten für viele schon in den nächsten 2 bis 3 Wochen sein kann, dass es hier eine so heftige Veränderung bei dir geben wird. Also bitte keine Angst haben, weil das ist total positiv. Und es zeigt sich auch nicht durch erst negative Ereignisse, die sich dann positiv entwickeln, sondern nein, du läufst hier geradewegs sozusagen diesem Hase hinterher, der dich sozusagen in diese Überfülle, in diesen Überfluss führen wird. Es ist, wie als wärst du unterbewusst geleitet. Und dafür ist es wichtig, nochmal deine jetzige Situation gerade so anzunehmen, wie sie sich zeigt. Und wenn das jetzt eben hier mit dem Eremit ist, der vielen eben auch ein ungutes Gefühl gibt, vor allem auch den Nicht-Erdzeichen, die nämlich da ein bisschen besser mit diesen Rückzügen umgehen können, dann wäre hier vielleicht für dich auch mal wichtig zu trainieren oder auch dir sozusagen zu erlauben, auch einfach mal nichts zu tun oder deinen Blick hier eben auch wirklich auf das Innere zu richten, denn da findest du sozusagen die Lösung, die du so stark im Außen suchst, und deswegen ist bei dir auch vielleicht gerade so viel so chaotisch und überwirft sich und fliegt so durcheinander, weil sich hier nämlich Dinge sozusagen neu strukturieren, neu ordnen, damit du dann eben umso gelassener und umso ausbalancierter du selbst dann dieser Situation entgegenstehst nach dem Rückzug, umso heftiger ist der Flow für dich, umso mehr Lebensfreude, umso mehr Überfluss wirst du hier auch generieren können. Und vor allem sagst du dem Leben auch mit dieser Haltung, ja, ich will, ja, ich möchte diese Fülle, die hier für mich generiert wird, oder beziehungsweise dem Weg, den ich hier eh schon folge, dem möchte ich hier auch weiter folgen, dass mein Leben noch mehr in die Fülle kommt. Was eine wunderschöne Botschaft an dich, meine Liebe, wenn es hier wenn du dich hier in Resonanz fühlst, entschuldig bitte, dann schreib es mir gerne in die Kommentare oder lass uns anderen auch daran teilhaben, wenn du das möchtest natürlich. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Namaste und viel Spaß bei deinem Rückzug.